Hallo zurück im Küchengarten. Heute gibt es etwas aus der Reihe. Ja, ihr habt richtig gelesen, Zimmerpflanzen, die ich fast um die Ecke gebracht hätte. Und da kann ich euch sagen, gibt es einiges an Gesprächsthema. Heute habe ich hier eine sogenannte Orchidee Miltonia. Die meinen Kanal schon länger verfolgen, wissen vielleicht, dass ich an Schnäppchen-Orchideen, die es in diversen Discountern zu kaufen gibt, sehr selten mit gutem Gewissen vorbeigehen kann. Und auch hier war es so, da gab es ein ganzes Regal mit ausgefallenen Orchideen zu einem Spottpreis, sogar in einem Keramikübertopf. Da musste ich natürlich zuschlagen und mich dran versuchen. Meine Lieblingsorchidee ist ja die Phalaenopsis. Da habe ich die Pflege schon richtig gut im Griff. Aber diese spezielle Form war mir jetzt noch nicht bekannt, die Miltonia. Ich habe mich natürlich informiert. Also sie ist eine Orchidee, die aus dem Raum Südamerika kommt, Kolumbien, Brasilien. Sie ist ebenfalls eine Aufsitzer-Orchidee, so wie die Phalaenopsis, was ja dann in der Pflege ähnliche Voraussetzungen stellt. Noch kurz zum Thema Aufsitzer-Orchideen, also epiphytisch lebende. Das sind solche Orchideen, die nicht in der Erde leben, sondern auf Gehölzen, Stämmen, Ästen, und ihre Wurzeln haben zwei Funktionen. Sie können Feuchtigkeit aus der Luft absorbieren und verbinden sich dann meistens mit dem Medium, auf dem sie leben, ziehen von dort Nährstoffe und Feuchtigkeit heraus und klammern sich mit ihren Wurzeln dort fest. Das heißt, diese Wurzeln sind natürlich sehr empfindlich gegenüber von Feuchtigkeit, Wasser, Staunässe, da faulen sie leicht weg und sie brauchen eine ganz gute Durchlüftung, wenn man sie in Substrat hält, da sie das von ihrem Aufbau sonst eigentlich nicht gewohnt sind und nicht brauchen. Die Besonderheit an dieser Sorte ist, dass die Blüten an Veilchen erinnern, ganz viele kleine, die auch herrlich duften können. Aus irgendeinem Grund, der mir nicht weiter bekannt ist, sieht diese arme Orchidee jetzt allerdings so aus. In keinster Weise gesund, blühend, glücklich. Und das macht mich natürlich ganz verrückt, denn ich liebe meine Orchideen. Das heißt, ich möchte dem Ganzen heute auf den Grund gehen, warum diese Orchidee so aussehen könnte. Das heißt, das allererste, was wir mal machen, ist, die Orchidee von dem alten Substrat zu befreien. Da sehe ich schon mal, die Durchwurzelung ist nicht besonders. Es ist sehr trocken, die ganze Geschichte. Hat sich auch schon teilweise zersetzt. Und das ist natürlich für so Aufsitzer-Orchideen, die ein sehr luftiges, durchlässiges Substrat brauchen, eher schlecht. Und das, obwohl hier im Übertopf eigentlich noch recht Wasser drinnen war, das heißt, das Substrat hätte diese Flüssigkeit eigentlich hochziehen müssen, um feucht zu bleiben. Es ist aber sehr trocken und riecht auch recht pilzig. Jetzt befreie ich die Wurzeln von diesem alten Substrat. Das ist wirklich staubtrocken. Das ist ja schrecklich. Vertrocknete Blattreste, die entferne ich auch gleich mal. Was man hier allerdings sieht, was mich sehr freut, ist ein neuer Bulb, der entsteht. Entsteht etwas Neues. Der schaut auch noch recht jung aus, fängt aber hier auch schon wieder an zu vertrocknen. Also so wie mir das scheint, hat das sicherlich am Substrat gelegen. Das Problem hier ist allerdings, so wie sich das anfühlt, die Wurzeln fühlen sich an wie Papier, im Gegensatz zu dieser neuen Wurzel hier, die silbrig und fest ist, ist hier unten. Es ist wie Papier. Wenn ich hier in diesen Wurzelballen tiefer hineinschaue, seht ihr, was hier wieder zum Vorschein kommt? Dieses kleine Töpfchen, das Anzuchttöpfchen quasi, mit diesem extrem kompakten Kokossubstrat, was ich auch bei den Phalaenopsis-Orchideen immer wieder
sehe, was ich überhaupt nicht mag, weil das, also hier ist jetzt eigentlich das gegenteilige Problem, es ist total trocken, aber wenn man die Orchidee zu feucht hält, dann gibt es hier natürlich Stammrotte, weil dieses Kokossubstrat sich extrem vollsaugen würde mit Feuchtigkeit. Ich versuche das jetzt mal zu entfernen. Geht hier schwieriger als bei der Phalaenopsis, da die Wurzeln, da es viel mehr Wurzeln sind und viel kleiner und anhänglicher. Aber ich muss mir jetzt mal darüber bewusst werden, welche von diesen Wurzeln überhaupt noch intakt sind. Ich werde jetzt den Wassertest machen. Und zwar diese gesamte Orchidee, also den Wurzelballen, hier in lauwarmes Wasser einweichen für einige Augenblicke. Und dann die Farbveränderung, die diese Aufsitzerwurzeln ja immer durchmachen, wenn sie noch Wasser transportieren können. Also sie werden dann ja saftig grün. Und das werde ich hier versuchen, um herauszufinden, welche der Wurzeln noch am Leben sind. 5 minutes later. So, jetzt ist einige Zeit vergangen, circa eine Viertelstunde. Oh ja. Und da sieht man schon, seht ihr hier den Unterschied? Hier ist eine Wurzel, die ziemlich neu ist, saftig grün. Hier ist noch eine kleine, hier noch eine kleine. Und das hier unten, wie ich schon vermutet habe, aufgrund der sehr papierartigen Konsistenz, ist eigentlich alles totes Wurzelwerk. Ja, kein Wunder, dass die Orchidee so ausschaut, wie sie aussieht, nicht wahr? Das heißt, ich komme jetzt hier mal mit meinem Hilfsmittel und werde hier unten herum einen Haarschnitt vornehmen, sozusagen. Das schneidet sich wie Papier. Man sieht auch hier, wenn man das abgeschnitten hat, das Innere der Wurzeln ist hohl und nichts Grünes Lebendes mehr. Den Vorteil, den ich nun natürlich habe, wenn ich hier so einen kosmetischen Schnitt vornehme, ich komme auch besser hier an diesen Anzucht, an dieses Anzuchtsubstrat dran und kann das auch gründlich entfernen. Das heißt, ihr werdet euch auch sicher fragen, wie konnte die Orchidee mit eigentlich gar keiner intakten Wurzel so lange überleben, das kann ich euch sagen. Und zwar seht ihr ja hier diese sogenannten Bulben, die diese Orchidee hat. Aus der kommen eben hier die Blätter raus. Das sind meistens 2 pro Bulb. Und das sind eben Speicherknollen sozusagen, die Feuchtigkeit und Nährstoffe speichern. Und jetzt seht ihr hier eh schon, wie armselig die ausschaut, ganz schrumpelig und ausgemergelt. Na ja, klar, weil sie keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen konnte. Also mein Ziel ist jetzt, das zu beheben und zu verbessern. So sieht das arme Hascherl jetzt also aus. Ihr seht, ich bin nicht zimperlich gewesen. Ich habe so gut es ging alles Vertrocknete, Kaputte, Abgestorbene entfernt, was sehr wichtig ist, weil sich sonst sehr leicht durch so abgestorbenes Material Rotte im Substrat bilden kann. Hier seht ihr die kleinen neuen Würzelchen, die ich erhalten habe. Und jetzt ist natürlich das vorrangige Ziel, was ich hier habe, dass ich neues Wurzelwachstum anrege und in dieser Zeit die Orchidee doch gut versorge. Zuerst lasse ich sie jetzt hier mal ein bisschen liegen und schön abtrocknen und bis dahin habe ich mir überlegt, wie ich weiter mit ihr verfahren werde. 5 minutes later. Da ich an der Orchidee jetzt ziemlich herumgedoktert habe und es hier sehr viele Schnittflächen gibt, ich habe wahrscheinlich auch doch noch intakte Wurzeln verletzt und hier den Stamm. Und um dem Eindringen von Bakterien vorzubeugen, habe ich mir hier Zimt geholt. Ich möchte es möglichst schonend machen. Der hat ja eine antibakterielle Wirkung. Und jetzt tue ich hier einfach meine Orchidee mal großzügig mit dem Zimt einpudern sozusagen. Man kann das auch mit Holzasche machen.
Ich hatte gerade Zimt zur Hand. Riecht auch noch gut. So, und was machen wir jetzt weiter? Wir wollen natürlich hier das Wurzelwachstum anregen und eine Orchidee gedeiht natürlich am besten in sehr feuchten, dampfigen Klima. Da kommt sie ja auch her und das möchte ich jetzt geben. Das heißt, ich baue mir hier ein Mini-Gewächshaus. Was ich natürlich nicht will, ist, dass der Stamm permanent im Wasser liegt, da sonst ja hier Fäulnis entsteht und Schimmelbildung. Das heißt, ich baue mir hier einen kleinen Ständer. Also meine Orchidee wird hier in diesem Wasserglas stehen. Unten ist dann immer ganz wenig Wasser. Jetzt habe ich hier so einen Plastikbecher und schaue ich einmal, wie hoch ich den brauche. Den schneide ich mir dann in der richtigen Höhe zu. Und der ist dann quasi hier drinnen als Ständer gedacht für die Orchidee. Das heißt, ich muss sie hier durchpassen können. Das heißt, ich brauche hier oben ein Loch. So, jetzt fädle ich hier meine Orchidee vorsichtig durch, um diese armen, verschupften Wurzeln nicht noch mehr in Mitleidenschaft zu ziehen. Du gehst da auch rein. So, wunderbar, jetzt seht ihr das hier. Und jetzt stelle ich dieses Konstrukt in mein Wasserglas. Und was jetzt hier entsteht, ist ein kleines Mini-Gewächshaus, da das innere Plastik erstens die Orchidee stützt, dass der Stamm nicht direkt im Wasser sitzt, aber das Plastik hält quasi die Feuchtigkeit nah am Stamm, dort wo die Wurzeln ja entspringen werden, und diese kleine arme einzige Wurzel hat sogar Kontakt mit dem Wasser, hier die Spitze, und kann schon Wasser transportieren. Die Wurzeln hier hinten, diese drei kleinen Stummeln, haben zwar keinen direkten Kontakt mit dem Wasser, aber durch das Kondens, was hier drinnen entsteht, sind sie trotzdem viel besser mit Feuchtigkeit versorgt. Zusätzlich werde ich natürlich auch immer dafür sorgen, dass über die Blätter auch Feuchtigkeit aufgenommen werden kann und auch Nährstoffe. Das mache ich mit einem meiner geliebten Blattpflegesprays. Wichtig ist natürlich auch, dass das Wasser regelmäßig gewechselt wird und ihr unbedingt ein Auge darauf habt, ob sich hier unten aufgrund des Kondens Schimmel oder Fäulnis bildet. Dann unbedingt die Orchidee aus dem Wasser nehmen, wieder komplett abtrocknen lassen, wieder mit Zimt oder Holzasche behandeln und dann erst nach 1 bis 2 Tagen wieder in dieses Wasserglas stecken. Also immer mit einem offenen Auge, und ich kann euch versprechen, die Freude, wenn sich dann dort am Stamm neue Wurzeln bilden, wird riesengroß sein. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie es mit der Orchidee weitergeht.